So, und willkommen aus Holland. So, wir sind jetzt in Holland angekommen, haben schon mal die erste Nacht hier verbracht. Ja, Paul. Und wir sind saumäßig müde. Ja. Ja. Du nicht gehen. Weil der Paul ist gerade wieder in seinem Schub und lässt uns nachts gerade kaum schlafen. Also, wenn er jetzt nicht viel schimpft, dann wisst ihr warum. Ja, genau, Paul. Ja, sag's nur. So, und jetzt zeigen wir mal, wie wir uns hier ein bisschen breit gemacht haben, weil wir sind ja jetzt nicht erstmal. Genau, wir sind jetzt erstmal ein paar Tage hier. Ne? Also, wir haben hier mal unsere Markise raus und wir haben mal nur einen Teil von dem Vorzelt aufgebaut, weil die Sonne eigentlich immer hier so rüberkommt. Und genau, da verbringen wir gerade so ein bisschen die Zeit auf dem Campingplatz. Und das ist so ein riesen Campingplatz hier. Also an sich schön, das geht auch richtig schön weit rüber. Und vorne haben wir so noch, ja, See, Meer, Meermündung. So ein Meerarm. Genau, da fahren auch die Schiffe vorbei. Ja, und an sich schon cool. Aber wie ihr vielleicht schon seht, wir sind hier inmitten von Dauercamper. Und wir sind hier so die einzigsten, die dann... Die einzigen Touris, die halt auch noch hier so ein bisschen abhängen. Also ja, alle freundlich, ja, aber man wird halt schon angeguckt. Ja. Genau. Ja, wir sind auch diesmal mobil. Weil viele haben schon gefragt, ob wir jetzt mit den Tigern unterwegs sind. Nein, weil wir haben keinen Platz mehr gehabt, beziehungsweise auch keinen Anhänger, wo die dann drauf kommen. Deswegen haben wir hier unsere Scooter mit dabei, dass wir so ein bisschen mobil sind. Und das ist eigentlich ganz cool. Wir fahren mit denen dann überall so rum in die Städte rein. Und Baby Paul kommt dann hier rein in die Kraxe. Dann kann er schön rausgucken. Ja, Paul, sag mal. So viel zum Sagen heute. Und genau, also er kommt da rein. Er ist bei mir hinten drauf, quasi wie in so einem Wanderrucksack ist das. Und da kann er dann mitfahren. Ja, und das Ganze transportieren wir hier. Also wir haben da noch unsere Box dabei, da sind noch unsere Sachen dann drinnen. Also alles, was wir brauchen, unser Vorzelt und lauter Cruise-Zeugs. Und da oben drauf haben wir nochmal eine extra Tasche und da sind die Scooter mit drinnen. Genau. Und dann hört ihr schon, da drüben kämpfen die Hunde. Der typische Camper-Vorgarten hier, überall die Hunde am Kämpfen. Ja, genau. Also erstmal so viel. Jetzt gibt es gleich bei uns noch Abendessen. Baby Paul spielt noch ein bisschen. Ja, dann gibt es noch Abendessen. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen hier die Gegend erkundigen. Ne? Genau. Also wer unsere Reiseberichte kennt, der weiß auch, dass wir immer die nicht so schönen Seiten erwähnen. Also wenn es mal einen Streit gab oder wenn es mal Kacke läuft oder irgendwie. Und das machen wir hier jetzt auch. Und wir sind jetzt auch gerade so ein bisschen an so einem Punkt, wo wir uns überlegen, oh, war das jetzt so eine gute Idee? Also mit Baby unterwegs, an sich hatten wir es schon, wir waren schon mit ihm unterwegs. Aber jetzt, weil er so mobil ist, ist gleich nochmal was ganz anderes. Und wenn er halt schlecht drauf ist, dann ist man halt den ganzen Tag einfach nur damit beschäftigt. Und man hat einfach unterwegs nicht so die Möglichkeiten wie zu Hause, ist ja auch klar. Für die Kleinen ist ja auch eine riesen Umstellung. Wenn man denkt, von heute auf morgen ist es zu Hause weg, alles was gewohnt ist weg und dann im Auto unterwegs sein und Auto fahren und immer einen neuen Platz, das ist auch eine riesen Umstellung. Also die haben schon auch zu kämpfen, aber insgesamt haben wir alle zu kämpfen. Also kurz gesagt, unser Trip bisher, die Anfahrt war anstrengend, die Nächte sehr, sehr kurz. Paulchen ist in seinem, weiß nicht, 6. oder 7. Schub. Mhm. Dann ist er gesundheitlich noch gerade noch nicht so richtig gut fit. Ja. Und ja, also wir sind auf jeden Fall mal geschafft. Und wie du schon sagtest, wir wussten auch nicht, ob es weitergeht oder nicht. Schauen wir erstmal. Lassen uns überraschen, was der nächste Tag bringt. Ja, ja, die Anfahrt haben wir ja jetzt so gemacht, dass wir immer so in kurzen Etappen fahren, eine Nacht verbringen und dann wieder in kurzen Etappen fahren, damit es nicht so viel ist. Würden wir es wieder so machen? Ja. Ja, gell? Ja. Das war jetzt eigentlich echt okay. Also anstrengend, klar ist sowas immer, aber... Dafür ging es jetzt echt, ja. Aber wenn man da mal ein paar Tage irgendwo auf einem Platz sein kann, ist man schon froh. Ja, also auf jeden Fall
warten wir mal die nächsten Tage ab und dann schauen wir mal, wie sich's entwickelt, ja? Genau. Oh, Paul. Hält halt nichts auf dem Tisch. Und heute sind wir mal ein bisschen mehr ausgeschlafen. Also die Nacht war wieder besser. Baby Paul ist auch wieder besser drauf. Ja, gell, Baby Paul. Und an der Stelle schreibt auch mal gerne in die Kommentare rein, wie das so bei euch ist, wie ihr das so macht mit den kleinen Kindern. Also vom Platz her beim Schlafen und allgemein. Dann haben wir auch noch ein paar Tipps für uns auf die große Reise. Und jetzt bereitet hier Ivi schon alles vor, weil wir gehen jetzt ein bisschen schwimmen, ne? Beziehungsweise an den Strand. Ja, also. Und dann wird noch schnell eingepackt und dann fahren wir auch schon los. Ja, und so sieht es aus, wenn wir mit Baby Paul und den Scootern unterwegs sind. So wie heute jetzt an einen kleinen Strand fahren. Der ist da hinten drauf, guckt durch die Gegend. Total spannend. Und Papa muss sich halt konzentrieren beim Fahren. Der darf nicht so draufgeberisch unterwegs sein wie mit den Mopeds. Und ein bisschen Sandstrand haben wir hier und schön hier vom Meer, so eine kleine Einmündung. Ja, also Ivi kann sich jetzt sonnen, Baby Paul kann ein bisschen im Sand spielen. Ah, also das Sand macht er. Sand essen, diesmal nicht. Ja, ich weiß, du willst haben. Und nachher noch ein bisschen ins Wasser, gell? Oh, Baby Paul ist geschafft, der hat jetzt die ganze Zeit im Sand gespielt. Also der ist K.O., der muss jetzt schlafen. Ja, jetzt zeigen wir nochmal schön von oben. Sandstrand, war richtig cool. Ja, jetzt gibt's noch ein Eis und dann was zum Essen, gell? Oh, ja. Alles klar, los geht's. Cool, Baby Paul schläft. Rucksack alles dabei. Jetzt suchen wir die nächste Eisdiele. So, Karamelleis. Und für mich ein, weiß Blue nicht, Monster. Blue Monster war es, genau. Läuft. So, bei uns gibt es heute gute Burger. Heute muss das schnell gehen. Und genau, wir wollten ja eigentlich, der ursprüngliche Plan war, dass wir ans Meer fahren in den Niederlanden, aber es war komplett ausgebucht. Also wir wollten eigentlich Den Haag reinschauen und Amsterdam, aber unmöglich am Platz zu bekommen, nicht mal für eine Nacht. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen umgeplant und sind jetzt ein bisschen mehr im Land drin. Aber es war auch schön, schön ruhig, sind mal ein bisschen runtergekommen, es war jetzt auch nicht verkehrt. Und jetzt haben wir auch noch einen schönen Sonnenuntergang, auch noch hier am Strand. Also wir haben hier alle feinsten Sandstrand. Richtig toll. Ja, und ihr seht schon hier am Wasser. Wunderbar. Ah? Und ein Aal hat die Ivi jetzt hier auch noch gefunden. Genau. Dann haben wir das jetzt auch mal gesehen. Ja, jetzt zu Holland. Also kurz und knapp kann man sagen, das war eigentlich viel zu kurz. Ja, wir hätten gern mehr von Holland gesehen. Ja, also da kommen wir auf jeden Fall nochmal. Ja, da kommen wir nochmal. Genau, also die Fahrradwege waren cool. Ja. Die Landschaft, also wir haben gesehen, natürlich alles flach, aber ja, trotzdem auch ein bisschen kurvig. 60 km/h ist hier überall, wo wir ja gerade sind. Man kommt nicht so schnell vorwärts. Also das Motorradland ist es jetzt nicht so. Aber wir haben jetzt auch nicht so viel gesehen. Nee. Deswegen keine Ahnung, wir müssen. Sind doch alle furchtbar freundlich. Also ja, man grüßt auf den Straßen, ob man sich kennt oder ja nicht. Also nicht nur auf dem Campingplatz, auch außer jeder grüßt. Das ist super, das ist schön. Cool, ja. Also man bis jetzt gute Laune irgendwie. Ja, die Leute waren richtig gut drauf und bis jetzt kann man sagen, also
top. Wir müssten einfach nochmal kommen und länger das anschauen. Ja? Das und kann dann so sagen. 2 Jahre im Vorfeld einen Campingplatz an der Küste buchen. Gut, also Amsterdam und was war das andere? Den Haag. Den Haag. Also ja, klar, das ist, dass man dort wahrscheinlich schon buchen muss zum Wochenende ist sowieso. Und ja, genau. Ne? Also auf jeden Fall, da müssen wir nochmal kommen. Ne? Mhm. Genau, so sieht's aus. So, dann haben wir hier auch noch ein Schiff zum Schluss. Und noch ein Bierchen dazu. Was will man mehr? Ein Pilsi. Pilsi. Jawohl.